Herzlich willkommen bei Metalalter TV, dem Kanal für Leute mit gutem Musikgeschmack. Ich bin's, euer Tigger und Godskill haben ein neues Video rausgebracht. Es nennt sich Netherin Sickness. Es wird auf dem Album 3 Netherin Sickness oder 3 Netherin Sickness zu hören sein, was am 1. Dezember käuflich zu erwerben ist und über Teufelzeugs Records erscheinen wird. Gab ja schon mit Gottesacker ein Lied dazu, wo ich nicht drauf reagiert habe, aber einige andere, wie zum Beispiel die fette Kokette, einfach mal reinschauen. Aber jetzt geht es um das Lied Netherin Sickness und ich würde sagen, da hören wir mal rein, danach quatschen wir noch ein bisschen über die Band. Gibt so Death, Black and Death Metal und ich würde sagen, los geht's das. Ja, direkt krachender Einstieg. Ich gönne mir dazu mein Gönnergy Blueberry Coconut. Mal gucken, wie der schmeckt. Geile Musik, geiles Getränk. Drückend nach vorne, aber nicht zu schnell, sondern einfach nur. Geil. Böse. Das ist klar geil. Und die Masken um irgendein Opfer rum. Oder. Ja, können wir nicht in die Gruppe. Er wird demaskiert, okay. Das heißt, es gibt wahrscheinlich eine Bestrafung. Richtig geil zusammen. So böse Death Metal. Auch von Black Metal mit dabei. Oder anders. Oh, Double Bass von sich rein. Geil. Erstmal. Ja, da ziehen. Oder wollen wir uns zerstören? Das Lied ist geil. Da passt alles zusammen. Die Melodie, das schnelle, aber doch der schnelle Schlagzeug, aber doch der langsame Beat dazu. Das ist geil. Jetzt halt wieder. Das ist mega. Yes.
jetzt mehr mit einem rituellen Mord gerechnet, als halt einfach mit dem Gewehr drauf, aber ja. Netherin Sickness, God's Kill. Ultra geiles Lied. Also ist wirklich eine der besten Neuentdeckungen für mich. Ich habe jetzt erst durch die neuen Sachen bei God's Kill reingehört. Vorher kannte ich die nicht. Bei Gottes Acker jetzt schon mal reingehört. Und das Lied, das ist mega. Einfach nur geil. Mir gefällt's. So. Puiuiui, da will der Gönnergy raus. Ja, quatschen wir mal ein bisschen über die Band. Wie du habt ihr ja gesehen, war das irgendwer aus dem Kult, aus dem Orden, aus der Gruppe geschmissen worden. Bisschen gefoltert und dann erschossen worden. Ja. Und jetzt quatschen wir über die Band. Bringen, wie gesagt, am 1. Dezember ihr neues Album über Teufelzeugs raus. Es wird heißen Three Netherin Sickness. Die anderen Alben heißen halt, das erste ist One, Forthcoming. Das zweite ist Two, The Gatherer of the Fear and Blood. Und das dritte ist halt Three Netherin Sickness. Also, passt halt durchgängig mit den Namen immer eine Zahl davor und dann der neue Name. Ich bin gespannt, wie das Album wird. Die Band gefällt mir. Es macht mir mega Spaß, die zu hören. Death Metal, hier steht Deathcore. Ich hätte das jetzt eher noch so ein bisschen in den Black Metal eher mit reingebracht von dem Lied halt. Also sehr Death Metal und sehr böse. Und mir gefällt es aber. Ich mag das. Die Band kommt aus Heilbronn, hat sich 2011 gegründet und besteht aktuell aus 5 Mitgliedern. Laut, ich gucke hier natürlich immer bei Metal Archives, weil ich faul bin. Ich bin zu faul zum selbst nachgucken. Ich hoffe, das ist alles aktuell hier. Da ist der Uwe am Bass, der Bernie an den Drums, der Timo Gitarre und Vocals, Backing Vocals nehme ich an, weil der Carsten, der ist, macht die reinen Vocals und der Jan noch an der Gitarre. Und ja, ich muss sagen, die Band hat, das Lied hat mich geflasht, das Lied hat mich komplett überzeugt und ich bin schon gespannt auf das neue Album. In das alte, also das letzte habe ich mal reingehört, hat mir auch gefallen, aber nicht so geil wie dieses Lied. Das Lied ist wirklich, also geil, 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 geil. Da haben sich Teufelzeugs Records wieder was Gutes geholt, haben ja schon einige gute Sachen. Anheim sind da, Endgeist sind da. Es sind so viele, die, ich vergesse das jetzt wahrscheinlich, wer noch da ist, habe ich, die ich wahrscheinlich auch kenne. Aber egal, checkt mal Teufelzeugs Records aus, checkt Godskill aus, checkt alle anderen Bands aus. Ihr könnt auch gerne hier noch bei mir ein paar Videos angucken, würde mich natürlich auch sehr freuen. Und wenn euch das Ganze gefallen hat, auch mal vielleicht liken und ein Abo da lassen. Und ansonsten würde ich sagen, habt einen verdammt guten Tag und macht's gut.